Der Oliver hat ein tolles Buch geschrieben, hat er mir gerade geschickt, und zwar Wissen zu Geld. So machen Sie aus Ihrem Know-how ein digitales Business. Es ist erschienen im Campus Verlag. Es ist ein ganz, ganz großer, renommierter Verlag, Frankfurt und New York. Und ich lese schon immer Campus-Bücher. Schon seit Anfang an, weil die halt sehr hochwertigen Content auch haben. Und was ich allerdings bisher noch nicht hatte, war, dass ich selber in einem Campus-Buch als Beispiel drinne stehe, als Erfolgsbeispiel sozusagen. Kommt ja in letzter Zeit jetzt öfter vor, dass ich in Büchern zitiert werde oder als Beispiel genannt werde für irgendwie Blabla Erfolg oder Unternehmertum oder irgend sowas. Und das ehrt mich auch immer sehr. Aber Campus ist natürlich auch nochmal so eine richtig große Nummer. Er schreibt hier unter dem Erfolgmagazin, bla bla bla, mit Prominenten wie Wladimir Klitschko, Dieter Bohlen, ist alles richtig. Backhaus beherrscht mit dem Label Erfolg, das er fast jeder öffentlichkeitsrelevanten Betätigung anheftet, das eigene Framing perfekt. Also Framing, so Rahmen schaffen. Ne? Seine Direktheit und pointierten Statements zu den Dingen im Marketing und der Welt des Erfolges, die täglich seine Aufmerksamkeit gewinnen können, stellt er in seinem Format Backhaus Daily bei YouTube und Instagram und Facebook offen und ehrlich vor und hat sich einen eigenen Personal Brand geschaffen, also eine Personenmarke. Und das stimmt ja auch. Ich bekomme auch viele Medienanfragen und Presseanfragen und so weiter, Zeitungsinterviews und so weiter, weil die relativ leicht auf mich stoßen als öffentlichkeitswirksame Person sozusagen. Das habe ich ja auch forciert. Das ist ja auch eine wertvolle Geschichte, habe ich ja schon öfter gesagt. Und deswegen sehe ich Wissen, also wie man Wissen in Geld umwandelt, von zwei Seiten. Einmal von der, die Oliver gut beschreibt hier, das heißt, dass man Online-Kurse und so weiter machen kann, ist nicht mein Ding, aber man kann das auf jeden Fall machen und man kann dabei auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Das stimmt, da ist ja Oliver der Meister drin, er war ja noch einer der ersten in Deutschland, die das gemacht haben. Und zum anderen wirst du generell immer für dein Wissen bezahlt. Beziehungsweise für das Wissen, was du in die Tat umsetzt, natürlich. Aber die Leute, die immer auf demselben Wissensstand bleiben, wie sie mal irgendwann aufgehört haben, in der Schule zu lernen oder im Studium oder wie auch immer, die werden auch letztendlich nicht viel, die werden auch nicht viel mehr Geld verdienen in ihrem Leben. Die werden ein paar Gehaltserhöhungen kriegen, ist klar. Die werden auch inflationsangepasste Gehälter bekommen und so, ist auch klar. Die bekommen aber nie den großen Sprung, weil der große Sprung dann stattfindet, wenn du mehr Wissen aufbaust. Davon spreche ich ja auch in meinem Buch Ego. Wenn du Insiderwissen aufbaust, auch über verschiedene Branchen, verschiedene Themen und dieses Wissen dann einsetzt, um eben auch sehr viel mehr Geld oder Umsatz machen zu können. Ne? Das ist also ganz, 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 ganz entscheidend. Und da helfen Bücher, die aus dem Campus Verlag genauso natürlich wie die von der Münchner Verlagsgruppe, insbesondere Finanzbuch Verlag, wo ja auch meine Bücher erscheinen. Ne? Und ja, das ist also, wer aufhört zu lernen, der hört auch auf zu verdienen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ne?